Ja, Queen Dido. Sie liegt seit dem besagten Tag auf dem Grund des Meeres. Dann können wir sie also finden. In Terra Grigia. Ganz genau. Es ist unsere verdammte Pflicht, diese Mission zu Ende zu bringen. O'Brien, Ende. FBC, keine Bewegung! Na los! Hände hoch! Morgan Lansdale. Wir werden jetzt ab hier übernehmen. Die BSAA steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der FBC. Clive R. O'Brien. Ich verhafte Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Weltrover. Chris, Jill, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Da ist es. Die Überreste Terra Grigias. Und der Queen Dido. Wir nähern uns dem Absetzpunkt. Das ist die Queen Dido. Die dritte Queen. Als ob die Zeit stillsteht. Diese Klumpen vom Strand, die sind von hier. Deshalb wird morgen das Gebiet abgesperrt. Thank you.
elektrisches Schloss. Ich hoffe, der Notstrom funktioniert noch. Die Drähte sind rausgerissen. Ich kümmere mich darum. Okay, mal sehen, ob ich den Strom ankriege. Die Tür ist offen. Okay, bin auf dem Rückweg. Hier gibt's genug Luft. Chris, komm her! Er ist noch nicht lange tot. Von der FBC? In der Hand. Hier Agent Daryl Barioni von den FBC-Streitkräften. Es ist 19.48 Uhr. Dieser Rekorder soll General Lansdale übergeben werden, wenn er gefunden wird. Meine Teammitglieder sind tot. Vernichtet vom Teufel selbst. Wir konnten das Videoprotokoll nicht bergen. Mission gescheitert. Beltraw, Sie haben nicht untätig auf Ihren Tod gewartet. Als die FBC ankam, haben Sie uns erwartet. Der Wunsch nach Rache ließ Sie überleben.
Dido ist bereits tief unten im Meer. Es gibt kein Entkommen, keine Chance zu überleben. Es sei denn... Aber du, Morgan, sollst niemals ruhen. Wir werden von den Toten auferstehen, gefühllos und unwandelbar. Alle unsere Interaktionen sind hier drin. Wir werden Wächter der Wahrheit sein. Für so viele Jahre, wie es nötig ist. Jack Norman war der Kopf von Veldro. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Stellst du dich so schrecklich allen dar? O Rache Gottes, die jetzt lesen werden, was meinen Blicken hier ward offenbar. Pape Satan, Aleppe. Dann wird dem Olb... Morgan! Morgan Lansdale! Du willst Veltro verraten? Morgan, ihr sucht das hier, oder? Dieses kleine Ding enthält die Wahrheit. Alles, um diese ganze Scharade aufzudecken. Das war's. Das ist der Beweis. Norman, stopp! Morgan ist nicht hier! Es ist sinnlos! Er ist durchgedreht! Thank you.
besessen. Nicht mehr menschlich. So behandelt Morgan seine Freunde. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt als das Leben. Verbreitungsmethode. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware. Reinstes T-Abyss. Noch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich.
Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht, hä? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung. Vom ehrwürdigen Commissioner der FEC. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rauswinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch? Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wiederhaben. Direktor O'Brien, du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Es war alles nur zu ihrem Besten. Du machst dir doch nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Aber ich bin nicht Dante. Und du nicht Vergil. Morgan Lansdale. Hiermit enthebe ich Sie des Amtes als FBC-Commissioner. Mit sofortiger Wirkung. Und ich verhafte Sie wegen des Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung der Terra Grigia-Panik. Bei allem Respekt, Direktor O'Brien. Die BSAA macht einen riesigen Fehler. Wo habe ich das schon mal gehört?